Doc wird gesponsert vom Toyota Auris Hybrid. Er braucht keine Steckdose und fährt trotzdem elektrisch. Das ist ja ein Mythos mit dem Rütli-Schwur. Weil der Teil auch ein Mythos ist. Ja, aber das ist ja nicht gut. Schweizer Geschichte erzählt, sondern das ist Schweizer Märchen erzählt. Ja. Mythen sind von grosser Bedeutung für ein Land. Mächtige Mythen oder historische Fakten? In dem Jahr, wo über Schweizer Geschichte gestritten wird, wie schon lange nicht mehr, wollen wir wissen, was ist wahr an dem, was wir mal gelernt haben in der Schule. Und warum ist es denn so wichtig, welche Erinnerung der Wegweiser ist für die Zukunft. Die Flaggen von den Eidgenossen und von Habsburger. Ganz genau, man kann die Wappen erkennen von den Mächten, die dabei sind an dieser Schlacht, von den Habsburger, von den Eidgenossen. Wir stehen hier vor dem Rathaus in der Schweiz an der Westfassade. Es hat ganz viele Bilder da drauf. Welche davon haben etwas mit der Schlacht am Moorgarten zu tun? Die Schlacht am Moorgarten. Während Generationen Sinnbild für Freiheit und Unabhängigkeit von der Schweiz. Dort ist der ewige Grund von Brunnen. Sie ist Thema in der 6. Klasse aus Schweiz. Man sieht, wie die Schweizer einfach Baumstämme und Steine abberühren auf die Habsburger. Die Habsburger haben das Gefühl, weil sie Ausrüstung haben, dann können sie die Eidgenossen locker schlagen. Aber es ist gar nicht so, weil die Eidgenossen viel schlauer sind. Das ist, denke ich, beide böse, weil die Schweiz hat die Habsburger kostenlos angreifen. Du sagst, es gibt nicht wirklich böse und gut auf diesem Bild. Die Schweizer, falls sie ja das Kloster Einsiedl überfallen haben, sind sie in dem Sinne auch nicht wirklich gut gewesen. Vornherein, ja, das könnte man durchaus auch so betrachten. Der hat jetzt die Geschichte erzählt vorhin, als wäre er dabei gewesen, er gar nicht gehört. Ja, ich bin natürlich nicht dabei, aber ich bin sehr geschichtsinteressiert. Ich tue die Inhalte gerne weitergeben, auch aus dem Grund, weil ich sie als Kind so erzählt bekommen habe, in der Schule, im Unterricht. Wenn die Historiker sagen, Quatsch, das war sicher keine Freiheitsschlacht. Stört euch das? Das stört mich nicht. Das ist das Schöne an der Geschichte. Man darf sich darüber streiten, man darf es anzweifeln. Das darf auch fragwürdig sein, oder? Aber dass es einen Konflikt gegeben hat, ich glaube, das ist ziemlich sicher. Das Wandbild aus dem 19. Jahrhundert macht den Eindruck, als wüsste man das letzte Detail zu dieser Schlacht. Lang hat man sich die Geschichte auch so erzählt. Dort überschütteten sie den Feind mit einer wahren Lawine von Felsblöcken und Baumstämmen. Zur 650-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft, mitten im Zweiten Weltkrieg, hat man Moorgarten inszeniert für die geistige Landesverteidigung. Die Österreicher flohen, besiegt. Ihr Banner verschwand unter den Füßen der Bergler. Und sie dankten Gott für ihre Rettung, für ihren ruhmvollen Sieg von Moorgarten. Ist es ein Mythos, was ich in der Schule zu Moorgarten gelehrt habe? Eine kleine Truppe Eidgenossen aus Uri, Schweiz und Unterwalden hat zum Moorgarten gegen ein Heer von Habsburger gekämpft. Heldenhaft haben die Eidgenossen gewonnen und ihre Freiheit verteidigt. Der Sonderfall Schweiz, das Geschichtsbild von Generationen. Historiker rütteln schon lange daran. In diesem Wahl- und Gedenkjahr löst das Automodell wieder heftige Debatten aus. Hat mich interessiert. Landesweit treten Politiker gegen Historiker an, ging vor voller Rang.
geht. Er kann gegenüber Zürich nicht neutral sein. Du darfst ja die Schlacht wie Morgarten nicht geben nach den modernen Historikern. Ich lese immer, was die schwätzen und schreiben. Sie finden ja keinen Beweis, dass sie sagen, einfach, es hätte es nicht gegeben. Ja, wer sagt denn das? Also ich kenne jetzt nicht mehr alle, die ich hier gelesen habe. Einer lenkt mal. Ja, da von der Universität Zürich werden doch nicht alle sagen, nein, sagen Sie mir doch einen Namen, wer das behauptet. Es hätte sie gegeben und es war ein Krieg gegen die Habsburger. Da gehen sie. Ja, selbstverständlich. Gut, also sind wir das schon steht, das steht auch in der Quelle. Schweizer Geschichte kommt in die Schlagzeilen. Für Nationalkonservative sind Historiker Nestbeschmutzer, die die Geschichte vom Land vernünftigen. Der Thomas Meissen hat jetzt in diesem Gedenk- und Wahljahr mit einem neuen Buch die Politschlacht angeheizt. Der Professor, der viel zur Schweizer Geschichte publiziert hat, treffe ich in der Bundeshauptstadt. Das, was euch auch vorgeworfen wird, Herr Meissen, aber der ist EU-freundlich. Der findet, die Schweiz braucht sich nicht aus der EU zu halten. Darum tut er jetzt die Geschichte so deuten, dass wir eben eigentlich in die EU müssten. Wenn es die Möglichkeit gibt, den Alleingang oder die bilateralen oder einen EU-Beitritt, das sind vielleicht die drei Möglichkeiten, die wir im Moment real sind, dann muss man doch die drei Möglichkeiten können offen diskutieren. Und was die SVP will, ist, dass sie sagt, nein, wir diskutieren das andere gar nicht. Es gibt keinen anderen Weg als der Alleingang, weil wir schon immer allein sind und weil wir unseren Wohlstand und unseren Frieden und unsere demokratische Ordnung nur dem Alleingang verdanken. Das stimmt meines Erachtens historisch nicht. Und wenn man das historisch zeigen kann, dass es nicht stimmt, öffnet das auch die politische Debatte. Und er schildert mir detailliert, was man sich verbaue, wenn man ihre Geschichte nur auf Schlachten fokussiere. Man schaut nicht in die Westschweiz, man schaut kaum in Tessin. Man schaut nicht auf die Institutionen, die das Land stark gemacht haben. Man schaut nicht auf die Kulturgeschichte, man schaut nicht auf die Frauengeschichte, wenn sie das meinen. Man vergisst die wirtschaftlichen Austausch. Das heisst, man tut die Schweiz in ihrer ganzen Vielfalt auf ganz, ganz, ganz wenige Elemente reduzieren. Und will mit diesen Elementen will man Staat machen, will man Zukunft machen. Das funktioniert ja nicht. Man muss doch, um zu wissen, wo man hingeht, muss man die ganze Breite, das ganze historische Potenzial im Auge haben. Und das probiere ich vor Augen zu führen. Zu Morgarten sind sich die Historiker heute einig. Zwischen Schweiz und Habsburg hat es 1315 einen Konflikt gegeben. Über Hintergründe und Details wissen wir aber kaum etwas. Fest steht, kurz nach schwören Schweiz, Uri und Unterwalden, sich im Ernstfall gegenseitig zu helfen. Sie besiegeln es im Bund von Brunnen. Im Kanton Schweiz gehe ich zu jemandem, der eine besondere Verbindung zu dieser Morgarten-Schlacht hat. Der Bert Schnüriger. Grüß dich, Herr Schnüriger. Grüß dich, kommen Sie hin. Hinter einem kleinen Bild aus seinem Familienalbum versteckt sich eine grosse Geschichte. Das war das kleine Fötel hier. Und hat den Vater gefragt, du, was ist denn da gewesen? Warum ist unser Grossvater, also mein Grossvater, da mit dem General Guison abgebildet? Das haben die miteinander zu tun gehabt. Und dann hat mir der Vater erzählt, dass eigentlich der Grossvater die heutige Gedenkfeier, die am 15. November in Sattel ist, dass die auf ihn zurückgeht, weil er das eigentlich angestoßen hat. Im Morgarten-Jubiläumsjahr hat der Bert Schnüriger Wunder genommen, was aktenkundig belegt ist von dem, was der Grossvater dann im Zweiten Weltkrieg an die Hand genommen hat. Hier werden die Regierungsratsakten aufbewahrt. Und in den Regierungsratsakten finden wir den Briefwechsel zwischen dem Organisationskomitee und dem Regierungsrat des Kantons Schweiz. Habt ihr die Geschichte gekannt, dass die das auf eigene Faust wieder vorgenommen haben? Nein, ich habe die Geschichte nicht gekannt. Das war mir auch neu. Gut, also gehen wir es anschauen. Die alten Dokumente zeigen, von der Schweizer Regierung hat der Grossvater Schnüriger für sein Vorhaben keine Unterstützung bekommen. Darum hat er die Sache selber angepackt. Einen Tag vor der Feier hat er der Schweizer Regierung eine illustre Gästeliste präsentiert. Da ist jetzt der Brief vom OK. Also von dem Grossvater. Das ist genau.
Da haben sie geschrieben, es freut uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Regierung vom Zug, der Herr General, Herr Bundesrat Etter, der hochwürdige Herr Fürstabt von Einsiedeln, der Kommandant des 4. Armeekorps und so weiter. Also der Fürstabt ist echt der Abt von Einsiedeln. Zugesagt haben. Ja, jetzt sind sie ein bisschen unter Zugzwang gekommen. Dann war der Kessel geflickt, oder? Die Schweizer Regierung ist dann doch noch an die Vier gekommen. Schliesslich ist alles aufmarschiert, was dann Rang und Namen hatte. Zauri Vorderst, der Grossvater Schnüriger, neben dem General. Ich finde keine Worte, um meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen, die mich bei dieser erhabenen Feier ergriffen haben. Muss wunderbar gewesen sein. Muss es gefallen haben. In den Jahren darauf hat die Initiative vom Grossvater Schnüriger Früchte getragen. Die Vertreter der Landesregierung bezeugen durch ihre Anwesenheit, dass ohne die Tapferkeit und die Weitsicht der Männer am Morgarten die Eidgenossenschaft als Ganzes nicht hätte entstehen können. Gründungsmythen werden zum festen Bestandteil der geistigen Landesverteidigung. Was bis da konfessionsübergreifend Frieden gestiftet hat, gilt bis heute als Abschottungsmodell für alle möglichen Bedrohungen. Und dort war es sehr sinnvoll, dass man eben betont hat, wir sind schon immer bereit gewesen, uns zu verteidigen für unsere Freiheit. Wir haben eine demokratische Tradition, was alles stimmt. Man hat das einfach ein bisschen übertrieben. Und die Situation ist heute eine andere, wo man das nicht mehr übertrieben muss, sondern man kann sagen, was ist tatsächlich in unserer Vergangenheit freiheitlich und wo ist unsere Vergangenheit unfreiheitlich. Schweizer Mythen. Sie stehen im Zentrum des Nationalmuseums Zürich und auch im Mittelpunkt dieser aktuellen Geschichtsdebatte im Wahl- und Gedenkjahr. Was ist Mythos, was ist Wahrheit? Welche Geschichte ist mehr wert? Die historisch korrekte oder die mythisch verklärte? Dass Mythen auch wichtig sind, glaube ich schon. Aber Mythen können doch nicht eine Grundlage sein für Politikgestaltung, das würden Sie doch als Jurist auch nicht sagen. Wir wollen juristische Mythen, um Gesetz zu machen. Ich zitiere hier unverdächtig den Gottfried Keller. Ob sie geschehen, also die Taten, ob sie geschehen, ist hier nicht zu fragen. Die Perle jeder Sage ist ihr Sinn. Und das stimmt. Wenn ich meinen Enkel, ich habe unterdessen 10 kleine Enkel, wenn ich denen die Schweizer Geschichte erklären muss, ist der Rückgriff auf die Mythen ganz wichtig. Kommen Sie nicht mehr über in die Schuhe. Was bleibt denn noch übrig? Welche Geschichte soll man den Schulkindern heute noch erzählen? Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass da aussen ist alles Habsburgerland gsi und oben auf der Figelflur, da sind wir bei den Schweizern. Und der Weg da ist da aussen hineingekommen und an einem anderen Ort haben sie gar nicht durch können. Sie haben nicht können da hinten durch, weil da war Sumpf. Mit Ross kann man doch nicht durch den Sumpf durchreiten, sonst sinkt das Ross ein. In der geistigen Landesverteidigung wird der Heldenmythos mit dem Landammer Stauffacher geschickt inszeniert. Wo stehen Sie? Bezug? Wo können Sie es angreifen? Beart! Dort steht Alexi. Dort ist zugemauert. Dort kommen Sie nicht durch. Und vorne in Höhle? Am Morgarten? Dort hinten ist offen? Aber dort wollen wir es haben. Dort soll ich es haben. Also, hört jetzt. Jetzt sind wir hier noch an einem speziellen Ort. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, hier drauf mussten die mit diesen Rossen müssen. Und plötzlich kommen hier von links und rechts Steine zu fliegen. Und hinter diesen Steinen nachher, Schweizer nachher mit Waffen, die auf die Habsburgerinnen schlagen. Also da muss ganz fest gekämpft worden sein. Ich habe einen Vortrag von einem Historiker gehört in der Schweiz vor ein paar Tagen. Und er hat die Geschichten erzählt anhand von alten Dokumenten und natürlich zeigt, wo die Lücken sind in dieser Geschichtsschreibung. Und je länger ich dem zugelassen habe, ich mir müssen sagen, ja, warum erklärt er das den Leuten nicht im Gelände selber? Denn
Gelände erzählt, also wie es muss sein. Also es ist viel anschaulicher hier. Man sieht doch den Weg, man sieht doch, dass man nie einander durch hätte können. Aber wenn ihr sagt, nicht jedes Detail ist klar, es ist echt gar nicht klar. Kann man es auf das Minimum reduzieren, wenn man sagt, es hat eine Schlacht stattgefunden, die war im November 1315, das war es dann schon. Ich fand das schade, wenn man nichts mehr anderes hat, wenn man weiss, es war da mal etwas. Und, aber was genau war, weiss man nicht. Also erzählt man auch nichts. Oder? Also, so finde ich es schade. Und wenn ihr das Lehrmittel anschaut, Herr Galicchio, was müsstet ihr jetzt als Lehrer erzählen? Man ist einfach kritischer als in vorherigen. Nicht Lehrmittel, aber Arbeitsblätter, wo man das jetzt einfach wirklich alles für bare Münzen verkauft hat. Man dürfte das auch ruhig so thematisieren mit der Schülerschaft. Ich bin der Meinung. Aber ich bin auch. Ich schließe mich da am Herrn Schnüriger und sage, dass das möchte ich auch weiterhin so erzählen. Eine gute Geschichte, wo ich denke auch, ich bin der Meinung, dass man sie so erzählen sollte. Und die gehört zu der Region. ...650 Jahre Morgarten. Der Höhepunkt des Gedenkjahres im Egeritan. Die Wahrheit hat niemand gepachtet. Ich bekenne gerne, ich liebe Mythen. Horus! Die 700 Jahre feiern, das ist wiederum eine Bestätigung, dass wir hier zusammen haben. Auch in der Schweiz haben wir zusammen. Und das bedeutet einfach, das ist für mich Freiheit. Das Fest heute ist nicht irgendwie Patriotismus oder Erinnerung oder weiss der Gott. Heute ist Volksfest. Dass man das feiern, dass man weiß, woher wir kommen. Dass auch die Leute, die zu uns gekommen sind, Ausländer, Immigranten und so, dass man denen auch etwas kann zeigen kann auf unserer Schweiz. Eine Geschichte, die ich nicht genau weiß, wie das gegangen ist. Und je weiter weg es ist, je weniger das glaubwürdig ist. Aber, eines war sicher etwas. Dass es hier am Morgarten eine Schlacht gegeben hat, das beweisen nur gerade mal zwei Objekte im Bundesbriefmuseum der Schweiz. Diese Fahne hier ist dann von den Schweizern an die Schlacht mitgetragen worden. Was sich am Morgarten aber genau abgespielt hat, über das erzählt sie nichts. Die Schlacht wird in den blumigsten Wort erzählt und das ist eine gute Geschichte. Was macht ihr denn mit der? Es ist eine ausgezeichnete Geschichte und wir erzählen die auch. Nur sagen wir, dass es sich bei dieser Geschichte nicht um historische Tatsachen handelt, sondern um einen Mythos. Die Schlacht am Morgarten hat im 14. Jahrhundert kaum Auswirkungen auf die weitere Entwicklung der Schweiz oder der Eidgenossenschaft. Aber nachdem sie im 16. Jahrhundert und dann vor allem im 19. Jahrhundert zur ersten grossen Freiheitsschlacht der Eidgenossen gemacht worden ist, hat sie eine sehr grosse symbolische Bedeutung und auch einen sehr starken und positiven Einfluss auf die nationale Identität in diesem Land. Der Bund von Brunnen oder der Morgartenbrief, wie man ihm auch sagt, ist das zweite Beweisstück. Kurz nach der Schlacht haben Uri, Schweiz und Unterwalden ein Bündnis gemacht, das bis Ende des 19. Jahrhunderts als Gründung der Eidgenossenschaft gegolten hat. Erst dann hat der Bund das Gründungsdatum zurückdatiert auf diese Urkunde hier, der Bund von 1291. Das älteste Landfriedensbündnis, das es noch gibt. Uri, Schweiz und Unterwalden gründen auf dem Rütli die Eidgenossenschaft. So haben wir es noch gelernt in der Schule. Aber wenn Sie sagen, der Rütli-Schwur war nicht auf dem Rütli, kann ich sagen, ja, das hat er vielleicht recht.
ist mir auch gleich. Sie können auch nicht sagen, wo es war. Doch, also im Brunnen. 1291 also, Bund. Der 1291 Bund ist ja genau... Müssen, ja. Also, es ist wir müssen, das. Ja. Es ist ein Herrscher. Jawohl. Es sind Herrscher. Es sind bitte weitere Fragen. Ja. In der Innerschweiz haben sich Gründungsmythen besonders. Auch Vater und Sohn Kauer sind diesen Geschichten verbunden. Der Peter Kauer ist Historiker und Politiker. Als Journalist für die Weltwoche ist er verantwortlich für ein Sonderheft zu Schweizer Schlachten. Dass der Sohn sich jetzt so um die Schweizer Geschichte tut und ihr die auch gerne hat, ich gehe jetzt mal davon aus, das ist eine grosse Genugtuung, dass der das so weiterzieht. Ja. Hat er es von euch? Also ich weiß ja mal ein bisschen. Also so weit bin ich ja nicht so im Detail. Aber bei mir, wo die Buben noch in der Schule sind, haben wir immer nur in der Schweiz Ferien gemacht. Und wir sind grundsätzlich irgendwo gewesen, wo es Schlösser gab. Und wo ich auch können von der Schweizer Geschichte erzählen konnte. Und natürlich, und das hängt mir jetzt nachher von der Schlachten. Das ist der von diesen Schlachten erzählt? Ja, habe ich dir auch erzählt. Oder Schlacht. Oder vielleicht hätte dir noch etwas anderes ab und zu erzählen. Wenn er jetzt sagt, die Schlachtengeschichten, die dir ja tatsächlich auch darum tut, Herr Kauer, hat er von ihm? Das ist ja so. Und vom Vater. Das ist schon Urinteresse gsi, warum ich überhaupt irgendwie mich für die Schweizer Geschichte beschäftigt habe. Es sind ja sinnhaftige Geschichten. Und es ist aber nicht so, dass mich jetzt nur die Schlachten interessieren würden. Ja, ja. Das war auch eine Serie, die wir gemacht haben. Weil man es auch vernachlässigt, weil man es nicht mehr erzählt. Mit dem Beharren auf Freiheitsschlachten verknüpft sich ein Geschichtsbild, das sagt, die Eidgenossenschaft sei aus einem Kern von Urkantonen entstanden. Zum Bund von 1291 kommen nahe 5 weitere Orte dazu. Nach dem Motto «Freiheit steckt an» wachse die Eidgenossenschaft schnell und befreie das Land von den habsburgischen Tyrannen. Die aktuelle Forschung verwirft diese These und beschreibt für das 13. und 14. Jahrhundert ein verwirrendes Geflecht von Bündnissen. Neben und miteinander schmieden die Orte Allianzen und mit Habsburg. Stadt und Land sind lange in einem labilen Gleichgewicht. Die Forschung sagt, erst ab Mitte des 15. Jahrhunderts können wir von einer Eidgenossenschaft reden. Und die bleibt noch lange Teil des Heiligen Römischen Reichs, deutsche Nation. Ist das Gegenbild, Was für ein Geschichtsbild braucht es für die heutige Zeit? Einmal mehr wird auf einem Podium darüber gestritten. Das, was ich Ihnen vorwerfe, ja, ist ja nicht... Aber Sie reden dieses 19. Jahrhundert schlecht. Das müssen Sie mir bei Meißen belegen. Das können Sie aber ja als Historiker, wo Sie sagen, hier macht Meißen das 19. Jahrhundert schlecht. Ich mache Ihnen einen Vorwurf, Herr Keller, und Ihren Parteiangehörigen, dass Sie diese Geschichten des 19. Jahrhunderts so weitererzählen, als ob es das 20. nicht gegeben hätte. Sie machen uns immer zum Vorwurf, da wir hätten jetzt die Geschichte instrumentalisiert. Aber letztlich ist das so ein Garten, den man sich selber überlassen hat. Die SVP hat sich diesem Garten angenommen, genau. Und siehe da, der eine oder andere richtet sich dort ein und grilliert seine Servala. Und jetzt kommen plötzlich die anderen und sagen, die Nationalkonservativen haben jetzt da diese Geschichte okkupiert und instrumentalisiert. Dass ich, bemühen Sie sich um die Schweizer Geschichte und Sie tun es. Und wir tun es heute Abend alle. In der Debatte vorne mit dabei ist auch die Zürcher SP-Gemeinderätin und Historikerin Rebecca Wieler. Ich sitze nicht an Ihrem Lagerfeuer, das kann ich Ihnen sagen, obwohl ich nichts dagegen hätte, mit Ihnen irgendwo eine Wurst zu braten. Aber an diesem historischen Lagerfeuer sitze ich nicht. Und das wird ja auch den Linken immer vorgeworfen von der SVP, dass wir wahnsinnig leiden würden, dass wir Schweizer wären und wir würden nur deshalb in die EU, dass wir ja dann keine Schweizerinnen und Schweizer mehr sind. Da muss ich einfach sagen, das ist nicht so und es gibt eben auch nicht nur einfach eine Schweizer Geschichte. Im Kontrast zu den Schlachten will die SP ans Kriegsende vor 70 Jahren denken und möchte, dass im ganzen Land Friedenslinden gesetzt werden.
Aber nur eine Handvoll werden im ganzen Land bewilligt. Eine davon im rot-grünen Zürich. Endlich! Kriegsende in Europa! Dankbarkeit in den Herzen aller freien Menschen! Die Glocken haben am Dienstagabend den Frieden verkündet. Die Worte unserer Bundesräte, die vom Radio über das ganze abendliche Land getragen wurden, mahnen uns, am Werk des jungen Friedens mit dankbarem Eifer mitzubauen. Wir werden diese Worte in die neue Zeit des Heilens und Aufbauens mitnehmen. Am 11 Uhr am Morgen haben die Kirchenglocken geläutet und die Erinnerung an die Zeit wird sich immer wieder von Neuem verwischen und lückenhaft bleiben. Und gerade darum haben wir uns entschieden, die Friedenslinde zu pflanzen und mit einer Gedenktafel daran zu erinnern, dass die Kraft der Menschen nicht nur zu Krieg, Vernichtung und Zerstörung führen kann, sondern eben auch zu Frieden. Für die Erinnerung an das Kriegsende hat die SP-Gemeinderätin Rebecca Weiler mit Überzeugung gekämpft. Vielleicht kann auch das Gedenken an 8. Mai ein bisschen dazu beitragen, dass man wie sieht, man ist ein Teil des Ganzen. Man kann nicht isoliert von anderen Staaten, auch von anderen Leuten existieren. Also für euch ist so ein Gedenkanlass wichtiger als die geschichtlichen Ereignisse aus frühen Zeiten? Also ich will nichts gegen die Leute sagen, die jetzt an Morgarten und Marignano denken. Aber ich denke, für uns heute ist doch wichtiger, was im 20. Jahrhundert passiert ist. Und der 8. Mai ist da sicher ein ganz wichtiger Tag. Darf ich euch etwas fragen? Ja. Warum seid ihr jetzt alle an den Anlass gekommen? Das ist selbstverständlich, für den Frieden zu feiern. Also Marignano finde ich dann auch. Und Morgarten auch. Nein. Also, Wiener Kongress, 1815 Wiener Kongress, das finde ich spannend. Aber ich habe auch daneben gefunden, dass wir Kriegsbeginn Generalmobilmachung gefeiert haben. Das ist so jenseitig. Kein Grund zum Feiern. Ja. Kein Grund zum Feiern. Nein, echt nicht. Ich habe mich so aufgeregt, das hat mich so gefreut, dass Corinne Mauch jetzt heute gesagt hat, und den Frauen geben wir auch danken. Ja, aber die Frauen haben Verantwortung übernommen für alles, was die Männer nicht mehr da waren. Man kann ja beides zusammen, oder? Nein, im Kriegsbeginn sollte man nie feiern. Nie. Never ever. Aber sagen wir jetzt Morgarten, Marignano und Kriegsende, man könnte ja alles zusammen. Also ein Päckchen. Nein, ich sage, man kann ja, oder findet ihr nicht? Findet ihr ausschliessen? Nein. Nein, Morgarten, das sind, Tempi Passati war ein anderer Staat, wenn überhaupt. Nein. Marignano, noch anders. Ja, da ist in der Schweiz noch ein Durcheinander. Ja. Ist einen unter uns, wo noch will leben, wo noch könnte leben, im Land Schweiz? Ohne Freiheit? Ich kann's nicht! Bäckeriet am Vierwaldstättersee. Ehemalige Dienstkameraden gedenken ihren verstorbenen Kollegen. Selbstverständlich ist die Neutralität 1515 nicht einfach vom Himmel oben abgetrollt. Aber die Tatsache ist, dass die Schweiz seit damals, seit 500 Jahren, nie mehr selber in ihrem Namen gegen irgendjemanden Krieg geführt hat. Wenn alle anderen Länder in Europa, aus welchen Gründen auch immer, sich gleich verhalten hätten wie die Schweiz, keine Krieg geführt hätten, dann wäre dem Kontinent einiges Leid erspart geblieben und wir müssten jetzt dann im Mai auch nicht das Kriegsende von 1945 begehen. Beim Aperon am Gottesdienst rede ich mit zwei aus dem Kanton Nidwalden, die politisch zu Hause nicht auf der gleichen Bühne haben, aber die Geschichte von diesem Land für beide viel bedeutet. Seid ihr echt beides Patrioten? Ja, ja.
In dem Sinn schon. Also ich sage jetzt immer, ich bin stolz auf die Geschichten, die zu mir gehören. Aber ich bin immer wieder herausgefordert, was bedeuten die Geschichten heute? Sie machen mich eigentlich eher nachdenklich, weil ich mich immer wieder frage, warum brauche ich genau diese Geschichte für genau das in dem Moment? Und spannender ist zu fragen, was will ich eigentlich? Was habe ich für ein Ziel mit meinem Engagement? Ich definiere in dem Sinn das Ziel nicht, sondern wir haben einen Staat, der eben durch, uns, durch die demokratische Ordnung, die wir haben, eigentlich das Volk schlussendlich kann das Ziel definieren. Da bin ich ehrlich gesagt immer wieder froh, dass das so ist. Ja, also ich habe nicht die unbedingt die letzte Verantwortung. Aber wenn ihr jetzt ein Ziel hättet, Herr Kauer, wäre es jetzt, wenn man von Europa redet, ihr redet nicht in die EU. Und ihr, Herr Walli, machen oder nach der EU vorstellen? Also jetzt sind wir plötzlich mit in einer politischen Diskussion. Also ich sage jetzt mal so, wir dürfen uns auf keinen Fall um die Verantwortung herumdrücken, die wir haben in der ganzen Welt. Und dazu gehört auch ein vertieftes Nachdenken über die Verantwortung innerhalb von Europa. Wir können nicht einfach sagen, ja, das mache ich dir. Und wir sind da wieder einmal, wir schauen da aussen dran zu, weil das geht nicht. Schaut ihr aussen dran zu? Nein, also was er richtig sagt, ist, die EU ist nicht die Welt. Oder? Also wir haben ein Engagement, das natürlich nicht auf Europa beschränkt ist. Und abgesehen von dem tut man auch ein Zerrbild zeichnen von der Schweiz, dass sie da, sich nicht würde, irgendwie engagieren. Das machen wir ja in verschiedensten Formen. Sei es, dass wir im Programm dabei sind, dass wir einen Kohäsionsfonds einzahlen, dass wir eine NEAD bauen, in der Transit, die bauen wir nicht für die Schweiz. Die 24 Milliarden, die wir nächstes Jahr wieder öffnen dürfen, sondern das ist auch ein Beitrag an Europa. Mit dem Geld, das wir uns geben, können wir uns abschotten. Wenn das Kapital in der Schweiz umgeht, überleben wir noch 100 Jahre. Aber nicht, wenn man Milliarden wegrührt und nichts kommt. Nichts. Wenn wir die Neutralität behalten, dürfen wir auch in dem Sinne frei sein. Ich hätte den Mut, und sage, dann könnten wir doch die bilateralen Verhandlungen. Und wir sagen, jetzt müsst ihr schauen. Wenn ich weiss, wie die EU auch abhängig ist von der Schweiz, von der kleinen Schweiz. Abschottung oder Öffnung? Eigenständigkeit oder Anpassung? Welches ist der Weg in die Zukunft? Und bleibt die Freiheit auf der Strecke? Beim einen oder anderen? Wir sind zwar hier auf der Alp, also ordentlich näher am Himmel als unten im Tal, aber eben noch nicht ganz oben. Auf einer Alp im Kanton Nidwalden treffe ich an Maria Himmelfahrt der Peter Kauer wieder. Da, wo er gross geworden ist. Das sind drei Leute. Ihr seht auch, die haben ihr Leben ein bisschen weit der Natur abgetrotzt, oder? Und das ist auch nicht zufällig, dass die Schweiz ja in diesem Gebiet, oder die Eidgenossenschaft, wie entstanden ist. Man hat es ist ein gewisser Trotz gebraucht, oder? Und so wie wir das leben. Sie ist hier entstanden. Die Eidgenossenschaft, ja, das sind schon die Herzkammern von der Schweiz, oder? Nicht die Lunge. Die Lunge ist Zürich und Genf, das ist klar. Manche aus dieser Gegend hat einen direkten Bezug zu einem von diesen Gedenktagen von diesem Jahr. Du, Toni, du hast doch gesagt, du hättest noch ein paar Vorfahren, die zu Marignano liegen geblieben sind, oder? Ja, das sind die vier Brüder von meiner Frau, Stammbäume. Niederberger sind das, wo das so drinnen steht, ja. Seid ihr mal gewesen? Mal schauen. Ja, zu Marignano? Nein. Ist nichts Schönes. Ich habe es mehr noch nie gesehen. Noch nie? Ich will gar nicht gehen. Ich will eigentlich gar nicht. Warum nicht? Ist es nie so schön wie da, einen Weg, oder? Ich müsste eigentlich sagen, ja. Ganze Talschaft aus der Innerschweiz sind dann 1515 auf Marignano gezogen. Was ist dran am Mythos von Marignano? In einer gigantischen Schlacht verlieren die Eidgenossen gegen die Franzosen.
von da an sei Schluss mit der Grossmachtspolitik. Und sie haben beschlossen, neutral zu bleiben. So haben wir es gelernt in der Schule. Marignano war wesentlich, dass man Grossmachtpolitik aufgehört hat. Ja, aber die Eidgenossenschaft war nie eine Grossmacht. Und ja, wer sind denn? Die haben alle außenpolitische Bündnis gemacht, defensiv ja. und ja, offensiv Bündnis. Der Föderalismus? Ja, was heisst das, ist der Föderalismus? Wo ist denn dort Neutralität? Neutralität hat doch auch einen Inhalt. Ja, im Gegensatz zur Schlacht am Morgarten kann man die von Marignano in den historischen Quellen gut belegen. Die Eidgenossen spielen 1515 ganz vorne mit im Kampf um die Wirtschaftsmetropole Mailand. Sie sind der Meinung, sie haben eine starke Karte in der Hand. Auch gegenüber einem mächtigen französischen König. Aber sie stossen an ihre Grenzen. Eine politische Zielgebung und eine Expansionspolitik zu formulieren, ist in der Eidgenossenschaft mit ihren ganz unterschiedlichen Herrschaftszentren und unterschiedlichen Zielen unmöglich gewesen. Die einen wollten nach links, die anderen wollten nach rechts. Da hat es nie eine gemeinsame Strategie gegeben, wie das zum Beispiel Frankreich unter einem König können entwickeln. Die eidgenössischen Hellebardeure sind machtlos. Von vorne die schweren Geschütze der Franzosen, von hinten die venezianischen Ritter. Ein gigantisches Blutbad, unglaublich viele Tote auf beiden Seiten. Am Rand des ehemaligen Schlachtfelds treffe ich zwei Mitglieder des Pro-Marignano-Komitee. Sie kennen sich aus dem Militär und haben in den letzten drei Jahren alles parat gemacht für die grosse 500-Jahr-Gedenkfeier. Es ist 4 Kilometer und dann sind wir in Zivido. Es ist also 3-4 Kilometer. Ja, es ist etwa 4 Kilometer lang. Und etwa 1,5 Kilometer breit. Das ist ja eben befahren, die Strasse. Das ist ja das, was ich sage. Passet mir auf, sonst haben wir noch 2 Tote mehr. Hört auf noch. Das braucht man. Wenn wir rübergehen in dem Fall, das ist ja. Aber die Strasse, das habt ihr jetzt frisch gemacht. Die Strasse sind von gestern. Von gestern? Nicht mehr. Gemeint ist von vorgestern. Aber das ist wirklich Schnee. Die Kapelle im Örtli Mezzano in der Agglomeration von Mailand hat das Pro-Marignano-Komitee schon vor 50 Jahren renoviert. Und da hat das Komitee ein Festband herausgegeben und Marignano einmal mehr mit Neutralität verknüpft. Und dann hat man die Tafel enthüllt, wo drauf steht, in dieser Kapelle hat es Knochen von Schweizer Schlachtopfer. Jahrelang hat das Diskussionsstoff geliefert, da sagen sicher nicht alles Knochen da innen und so. Und mir ist jetzt das wahnsinnig gleich und recht. Ich habe jetzt diesen Kritiker gehabt. Kann ich sagen, tut mir leid, das wechselt man nicht. Die sind unter Denkmalschutz. Das ist so. Ja. Punkt. Weil ich noch immer da drin bin, Erinnerungen an die Opfer dieser Schlacht, die werden wach. Trotz der unzähligen toten Söldner und dem Verlust von Lombardei, die Eidgenossen haben von dieser Niederlage auch profitiert. Im Friedensvertrag kommt ihnen der französische König entgegen mit Geld und dem Tessin, das sie behalten können. So verschaffen sich die Franzosen nach wie vor Zugang auf die Schweizer Söldner. Also Soldaten, die ihr Leben gelassen haben, Bündnisverträge, die immer auch Wirtschaftsverträge waren, eine enge Vernetzung. Und jetzt nennen sie das auf einmal Neutralität. Die Wurzeln der Neutralität. Es hat ja viele Wurzeln, aber eine von diesen Wurzeln ist mit der Wende von Marignano zu finden. Wenn Sie sagen, Neutralität sei dort die Wurzel, dann ist das eine Wurzel, die mit dem Baum keine Verbindung hat. Das ist eben das Problem. Die Reformation ist der entscheidende Bruch.
Und in der Reformation gibt es einen protestantischen Block in der Eidgenossenschaft und einen katholischen Block. Und dort wird es praktisch unmöglich, dass die beiden sich könnten einigen auf eine gemeinsame Aussenpolitik. Auch vor 50 Jahren hat das Pro Marignano-Komitee auf italienischem Boden ein Denkmal errichtet. Aus der Niederlage sind sie zu Heil gekommen. Auch wenn gewisse das gäng noch so sehen, die beiden Organisatoren haben ihre eigene Interpretation. Ich bin wirklich der Meinung, es sind Mahnmäler. Es sind kleine Note dazu, wo man technisch im Stand, aber es sind Mahnmäler. Und ich will möglichst, dass man aufhören kriegen. Selbst sowieso. Mhm. Aber das, oder das für, wird was uns, noch, das für was denn noch Mahnmäler, wie blöd dass man ist und wie schnell dass es geht, bis zwei miteinander krachen. Mhm. Ich schaue es aus der Tessiner Optik an. Ohne Marignano wäre der Sottoceneri. Tessiner beschritten. Nicht Tessiner geworden. Also es ist wesentlich, es ist wirklich wesentlich. Im Vorgarten der Kirche von Don Emanuele steht das Mahnmal, wo die Neutralität in Stein gemeißelt ist. Ganz Europa kämpfte hier in San Giuliano Milanese, Marignano und Civito. Es ist eine gute Gelegenheit, um nachzudenken, was Europa bedeutet, was Frieden bedeutet. Dieses Thema ist aktueller denn je. Es soll uns daran erinnern, was Frieden für Europa und für die Welt bedeutet. Wir können die Vergangenheit nicht für Zwecke der Gegenwart zurechtbiegen, ansonsten ziehen wir die falschen Schlüsse für die Zukunft. Das gilt für den Einzelnen und genauso gilt es für eine Gemeinschaft oder eine Nation. Hüten wir uns deshalb vor voreiligen Schlüssen, wenn wir in die Vergangenheit blicken. Ich freue mich sehr, dass Frau Bundespräsidentin persönlich hat reden. Das ist natürlich ein grosser Umschwung in diesem Land. Noch vor einem Jahr hat der Bundespräsident gesagt, das sind keine wichtigen Jubiläen, die müssen wir nicht feiern. Und jetzt haben sie gemerkt, dass das so wichtig ist und da die breite Bevölkerung teilnimmt, dass der Bundespräsident ihn auch gerne reden wollte. Das ist ein gutes Zeichen. Mythen sind einfach wichtig für ein Land, um auch zu überlegen, was ist eigentlich unsere Identität? Wie sind wir so geworden, wie wir heute sind? Was macht eigentlich die Schweiz aus? Und da gibt es natürlich Meilensteine, die viel wichtiger sind. Also Meilensteine zum Beispiel die Gründung des Bundesstaats 1848 oder die Entwicklung der Volksrechte 1891. Die AHV, was wäre die Schweiz ohne Sozialwerk? Das sind Meilensteine. Und die sind nicht auf den Schlachtfeldern entstanden. Aber gekämpft hat man natürlich auch dafür, aber politisch mit Abstimmungen und dem Stimmzettel. Auf dem Schlachtfeld von Marignano ist die Schweizer Neutralität nicht einfach so entstanden. Definitiv besiegelt worden ist sie aber vor 200 Jahren am Wiener Kongress. Napoleon sein Reich ist verkehrt, Europa und Schweiz haben eine neue territoriale Ordnung bekommen. Hier in Wien tagte der bisher größte Friedenskongress aller Zeiten. 1815 am Wiener Kongress verordnen Österreich, Preußen, Großbritannien, Russland und auch Frankreich der Eidgenossenschaft nach langen Verhandlungen endgültig die immerwährende Neutralität. Die friedliche Einigung bedeutet aber, dass die Eidgenossen Gebiete im Süden verlieren. Sie überkommen aber neu Genf, Neuenburg und Wallis. Der Schweiz wird die Unversehrtheit in ihren neuen Grenzen garantiert. Thank you.
Mit dem Historiker und Autor Hermann Antematte gehe ich auf Spurensuche vor Walliser Geschichte. Ja, ja. Gut versteckt. Das ist ein bisschen imposant. Ja, das ist mächtig. Und warum findet ihr den Herr Antematte, wenn wir über die Geschichte des Wallis reden, müssen wir eigentlich hierher kommen? Weil ich finde hier der Pfinwald einerseits, wo die Sprachgrenze zwischen Ober- und Unterwallis, weil da quasi wirklich die Bagage ist. Wir sind mit drauf, kann man sagen? Ja, wir sind quasi mit drauf. Nachher ist das auch historisch, finde ich, hier der Platz wichtig, weil 1798/99 die Kämpfe gegen die Franzosen, die Nidwalder haben die geführt, die Berner bei Grauholz. Und hier haben die eben auch stattgefunden. Und hier haben eigentlich die Oberwalliser ihren Kampf gegen die Franzosen mit den Unterwallisern geführt und verloren. Und dadurch sind die zu Untertanengebiet befreit worden. Also die Oberwalliser haben die da unten, die Unterwalliser, ja, das ist unter die Knute wie, gehabt? Ja, wie, oder die ganze Eidgenossenschaft ist ja nicht immer so nett mit allen umgegangen. Die haben Untertanengebiet gehabt. Und also mehr haben sie Untertanen. Ja, genau. Und das Oberwallis hat das Unterwallis als Untertanengebiet gehabt. Und der Altbundesrat Guspin hat das auch immer wieder betont. Es gibt viel Macht haben die Oberwalliser. Und ich habe das Gefühl, dass hier dann so ein Untertanenreflex. Im Stammhirn ist das so, irgendwas war verankert und gesagt, oh je, die Bösen da. Und wir Oberwalliser reden vielleicht hier und da, ja, sind dann vielleicht beleidigt, wenn wir nicht so als die Herren behandelt werden, was wir doch eigentlich verdient historisch. Das spürt ihr ein bisschen? Ich nehme das hier und da so feinstofflich wahr, ja. Und dann kommt da unten noch ein lateinischer Spruch, den ich jetzt gar nicht kann, Ziffer. Aber es geht darum, dass man wachsam sein soll und eben gegen die fremden Einflüsse da immer wieder kämpfen. Oder? Dass man gegen die von außen sich wehrt. Ja. Die bringen immer nur das Schlechte. Für die Freiheit muss man sein, oder? Mhm. Seid ihr auch? Ich kenne eigentlich niemanden, der gegen die Freiheit ist. Trotz der schwierigen Entstehungsgeschichte. Das ganze Wallis feiert 200 Jahre Beitritt zur Eidgenossenschaft. Hey, an der Höhe ziehen, gell? Hermann Antematte, wenn es jetzt an allen Orten heisst, vor 200 Jahren hat sich die Schweiz ins Wallis verliebt. Das ist doch ein Quatsch. Das hat ja mit der historischen Realität nichts zu tun. Das war eine völlige Zangengeburt, kann man sagen. Warum verkaufen wir das so? Ja gut, heute feiern wir ja nicht eine Historie, sondern eine Legende. Ein grosser Tag für das Wallis, für die Schweiz 1815. Da geht es ja nicht um Fakten. Und das stimmt. Das Wallis ist sicher drin gedrängt worden. Weil das Oberwallis wäre ja lieber eher zurück zum Ancien Regime, das Unterwallis nicht. Und das war natürlich schon eine Diskussion, als man das gefunden hat. Warum ist es wichtig, zu wissen, woher man kommt, was irgendwie der Hintergrund ist? Ich glaube, das, meiner Meinung nach ist das immer sehr wichtig, dass woher komme ich, wer bin ich, wohin gehe ich? Das sind die drei grossen philosophischen Fragen des Menschen. Und das sind die Wurzeln. Und heute gerade eine zunehmend globalisierte Welt, was immer mehr zum Dorf wird, fühlt man sich vielleicht auch fremd und dann sieht man sich vielleicht auch nach so, ja, nach da, wo man sich kennt. Ja. Ich fand zurück ins traute Land, wo unter Bergen meine Wiege stand, nahm ich seit Jahren auch die Ferne an Bord. Ich war ich bin gerne Schweizer, weil wir die Konföderation der Leute Walliser sind. Wir sind ja alle zuerst Kantonsmitglieder, zuerst Walliser und dann zusätzlich Schweizer. Auch wenn ihr heute Schweizer fahren? Ja, aber aus Respekt für eine Schweiz, wo wir Leute Walliser zu bleiben. Wir müssen unbedingt ein unabhängiges Land bleiben und dann bleiben wir auch geeint. Sobald die Unabhängigkeit verschwindet, gibt es natürlich Tendenzen, die Westschweiz ist kulturell sehr stark auf Frankreich ausgerichtet. Das gäbe dann möglicherweise. Also, wenn wir zu fest mit dem Europa tun, dann wollt ihr für euch sein. Nein, mit Europa müssen wir wie mit ebenbürtigen Partner verhandeln. Das ist, für mich sind das freundschaftliche Beziehungen. So sehe ich das. Respektvolle Beziehungen, wirtschaftliche Interessen auf beiden Seiten. Aber wir bleiben politisch ein unabhängiges Land. Die brennende Frage ist heute nicht mehr die nach dem Verhältnis zwischen dem Ober- und dem Unterwallis, sondern die nach der Beziehung zwischen der Schweiz und Europa.
Herstellerin, aber die Lücken. Aber wir haben schon eine Zeit erlebt, wo die Westschweiz fast reingedrängt hat. Das sind sehr oft wirtschaftliche Fragen. Es geht nicht um, müssen wir jetzt irgendwas wie von Brüssel etwas übernehmen oder wollen wir jetzt Menschenrecht doch voll und ganz akzeptieren. Das sind nicht die Fragen. Das sind sehr oft Wirtschaftsfragen, weil die Brüchigkeit können sichtbar machen. Und Staatsgebilde sind nicht auf ewig angelegt. Die Frage nach der Identität ist für einen Weg in die Zukunft grundlegend. Die eigene Geschichte kann ihm Orientierung geben. Gut zu wissen darum, welche Geschichte ihm wie und warum erzählt wird. Auris Hybrid. Er braucht keine Steckdose und fährt trotzdem elektrisch.